Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2. In der letzten Folge haben wir diese Mission angefangen. Der Sound ist uns wieder gestorben, Jay ist uns gestorben und deshalb fangen wir hier neu an. Wir müssen immer noch hier hinten das Datenpad finden. Hier oben drauf steht eine Kanone, hier vorne stehen gleich irgendwo Andromedon, Schildträger und Lanzenträger, und ich würde sagen, wir versuchen das einfach nochmal genauso, wie wir es am Anfang gemacht haben. Hier patrouillieren erstmal Feinde. Näher hin, um was zu sehen. Die Kanone sehen wir noch nicht, das ist aber nicht so schlimm. Verstanden. Frage ist, ob ich wirklich einfach warten will, bis sie was näher rankommen. Das hängt, glaube ich, gleich ganz davon ab, ob Boomer mit seiner Säuregranate rankommt. Begebe mich zum Ziel. Unser zweiter Heavy nach da. Und ziel los. Eine von euch beiden hin. Der zweite kommt hier hin. Bin auf dem Weg. Und der dritte, Jay, kommt dahin. So, jetzt gucken wir mal. Boomer, kommst du mit einer Säuregranate da hinten so hin, dass du die alle triffst? Nein, kommst du nicht, also Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. Gebe Feuerschutz, verstanden. Mehr hätte die Feuerschutz. Lassen wir uns Zeit. Lassen wir die müssen rankommen. Und dann kriegen sie jetzt gleich eine Säuregranate. Ich fand, das hat beim letzten Mal nämlich ziemlich gut ansonsten funktioniert. Wie gesagt, der Anfang saß ja ziemlich gut. So, Boomer. Säuregranate. Möglichst weit weg da von der Deckung, damit wir da nachher auch selber hin können. Ich werde das mit dem Hacken vielleicht auch nicht sein lassen dieses Mal. Das war beim letzten Mal ja so ein bisschen nervig, wobei mich persönlich eher der zweite Andromedon zerlegt hat, den wir gar nicht gesehen haben. Aber diesmal verteilen sie sich weiter. Das finde ich nicht gut. Hier kommt was! Machen wir das mal so. So, damit ist nämlich seine Deckung diesmal auch wirklich weg. Dann sollte der Kerl ja durchaus zu sehen sein. Konfrontation. Wir schießen einfach den Andromedon über den Kopf. Oder wir treffen nicht. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Chester. Bin dabei. So, ich muss gucken, dass ich den Lanzenträger vor allem ausgeschaltet bekomme. Von der Rüstung abgeprallt. Ich glaube, ich werde da gleich mal den Jay hinschicken. Positiv. Prozent, der könnte jetzt sterben. Nein. Das Problem ist, wir treffen mal wieder nicht. Heute haben sie echt alle das irgendwie einen zu viel getrunken, glaube ich. Jay, kannst du dich da hinstellen und dann den machen? Genau. Weil ich möchte nicht, dass der andere wieder noch die 5 Leben Schutz kriegt oder wie viel der auch immer bekommt. Darauf kann ich gut und gerne verzichten. Erledigt! Ganz sicher erledigt! So. Bones kann was näher ran. Kein Problem. Und 76% Chance. Haben wir zumindest mal Schaden wieder gemacht. Das ist ja auch schon was. Also der Kerl ist am Säurebrand verreckt. Das finde ich gut. Dass der Kerl mit einem Leben noch lebt, finde ich scheiße. Danke, Klingensturm aktiviert sich vorher.
Aufnahme ist ausgeschaltet und sein Anzug reaktiviert sich. Du schießt auf Jester. Gut, dass du nicht triffst. Das war knapp! So. Du kannst sogar nochmal direkt einen Klingensturm ab, weil Jay hat Bock drauf. Und Jay ist unantastbar. Hier unter Beschuss! Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, fängst du jetzt nicht nochmal irgendwie lang fahren, ne? Einen Moment. So, weiter geht's. Ja, ich musste kurz was klären. Ich wusste nicht, wie lang es geht, deshalb. 84% Chance, den Andromeda auszuschalten. Das ist gut, aber das ist mir nicht genug gerade. Einmal den machen. 93%. Klingt doch schon nach was Besserem. Jay steht einfach neben und denkt so, bitch please. Das war doch klar, oder? So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir diese verdammte das verdammte Geschütz da oben ausschalten. Was ist da drüben? 83%. So. Ich habe ihn erwischt, oder? Ja, hast du. Chester. Weil nein, nicht Chester. Wenn, dann bitte Bones, weil Bones hat die besseren Chancen. So, einmal da hoch. Und... Verstanden! Rücke aus! So, einen Schritt nach vorne, einfach weil ich es kann. Bin dabei! Posten. Ich würde ihn ja gerne hier hinstellen, aber ich befürchte, dann verschrecke ich die Waldmann auf. Gebiet. Das möchte ich noch nicht. Geht klar! So. Hast du bessere Chancen? Ich seh's mir an! So. Nein, hat er nicht gerade. Das heißt, wir müssen näher ran. Danach. Ich glaube, dadurch kriegt er ja auch mehr Chancen. Schicken wir ihn mal auf den Spielplatz. Schon unterwegs! So, Chester. Ja. Stellt sich da hin. Schon unterwegs. Und kann man gerade nachladen, auch wenn er nur einen Schuss verbraucht hat. Auf geht's! So. Versuchen wir es nochmal. Mal gucken, ob er jetzt, ob sich mein Verdacht bestätigt und wir dadurch wirklich mehr Chancen kriegen. Also höhere Chancen. Nee. Okay. Das mit dem Gegner desorientieren möchte ich mir noch aufbewahren, weil wir gerade keine Gegner sehen. Macht irgendwie Sinn, ne? Bin unterwegs. Du gehst mal da rein. Keine Gegner in Sicht. Gut. Jay. Dahin. Geht in Ordnung. Und Gegner aufgeschreckt. So, Andromeda Nummer 2. Geht schon wieder da in Deckung. Ist das ein Drecksack, ey? 66% Chance, den Gegner zu töten. Also, ich sag nicht nein. Bingo. Den habe ich ganz sicher erwischt. Jupp. So. Genau das. Boom. Zwei Rüstungen weg, das ist gut. Und... Bin dabei! Chester... Na, Chester muss halt einfach näher ran. Gleich da. Da vorne ist halt sämtliche Deckung weg.
Boomer könnte mit 64% den treffen. Ich riskiere es gerade mal. Nicht gut, das ist daneben. Stimmt, ich vergesse jedes Mal, dass Boomer den Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Können wir das nicht alle? So, 72%, aber das wäre halt das Problem mit der Sache. Die Rüstung bleibt bestehen. Deshalb mit ihm desorientiert die Gegner jetzt einfach. Sollte ja nicht so. Ne? Hätte ich jetzt Täuschung genommen, dann wäre es irgendwie nach 15 stehen geblieben. Ich wette mit. Geschafft! So. Du kannst 89%. Und dank Tod von oben kann sie Bedrohung sogar noch ausgeschaltet. Beziehungsweise, laden wir mal einen nach. Holen wir sie. Bestätigt, Überwachung läuft. So, kommst du raus? Das wäre gut. Na ja, komm. Put, put, put. Ja, will nicht. Schade aber auch. Chester, stellen wir mal direkt hier hin. Wechsle Position. Auch wenn ich gerade irgendwie gedacht habe. Ich habe Chester gesagt und habe irgendwie trotzdem gedacht, das wäre all in. So. Hoher Munitionsverbrauch. Das kommt vor. So, wir können den jetzt einmal ausschalten. Das zweite Mal kriegen wir aber auch. Chester. Konzentriere dich. 91%. Und du schießt daneben. Okay. Das waren 9%. Wir haben zumindest eine hohe Crit-Chance, also. Siehst du, Chester? So geht das. Feind eliminiert! Da drüben ist etwas! So, da kriegen wir Beute. Das ist gut. Nehmen wir uns gleich. Allerdings müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich könnte Jay natürlich in den Nahkampf schicken. Hätte den Vorteil, dass wir das dann direkt aufheben würden. Noch ein Gefechtsprotokoll reindrücken. Oder generell mal gucken, ob wir den. Das sind aber genau die gleichen Sachen. Okay, das ist gut. Schwerer als ich gedacht hätte. Ja, ob jetzt Bones oder Boomer den Kill kriegen. Das ist egal. Okay, Bones kann ihn da nicht mehr sehen. Boomer! Geht klar! 83% habe ich gehört. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Mein Ziel steht noch. Keine Feuerkraft mehr. Also ich könnte die ihm die Granate werfen, aber ganz ehrlich, nein. Bin dabei. So. Okay, die sind nicht mehr desorientiert. Das ist. War zu erwarten, aber ist nicht gut. Dann jetzt so. Drecksack. Menace 1-5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Ist in Arbeit. Allerdings macht das Chester bitte von der anderen Seite. Denn. Und ab geht's! Den Torwächter möchte ich gerade eigentlich gar nicht mal aufscheuchen. Unsere Leute könnten mal in Deckung gehen. Kannst du vielleicht irgendwie auch. Nee. Befehl bestätigt! Lustigerweise können die Leitern hochklettern, die nicht mehr existieren.
Du gehst mal da hinten hin. Notfalls kommt sie ja immer wieder rüber. Bitte Feuerschutz! Aber da hinten ist halt auch Deckung. Das ist ganz gut. Na los, zeigt euch! So, schon unterwegs. Da hinten nachladen. Alles im grünen Bereich. Und dahin. Geht klar. Nachladen. Und weiter geht's. Jay, nachladen. Ich will Jay gerade nicht irgendwie da vorne bewegen, weil... Bin dabei. Ja, na los, zeigt euch. Gebe Feuerschutz. So, du kannst... Bin dabei. Da mal eben hin. Das Ziel ist hier. Ja. Commander haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Und deshalb hacken wir uns den jetzt. So, Beobachtungsliste. Reduziert die Kontaktkosten für eine nahe Region, bringt uns nichts. Verzögert die aktuellen düsteren Ereignisse um 2 Wochen. Perfekt. Ohne Probleme bekommen, aber wie gesagt, das bringt uns nichts, weil hier in der Nähe haben wir schon alle Regionen. So. Wir damit sind durch. Haben wir das. Müssen jetzt nur noch die 3 Gegner, die noch da sind. Ja. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde. Genau das. Eliminieren. Und das werden wir jetzt gleich auch angehen. Bin unterwegs. Und falls ihr ein komisches Brummen im Hintergrund hört, das ist ein Trimmer. Finde ich jetzt nicht cool. Ich mach gleich auf jeden Fall mal die Fenster. Und weiter geht's. Biete Feuerschutz. So, Boomer. Bin unterwegs. In der Nähe von Bones. BFW. Bestätigt. Überwachung weil läuft. Die irgendwie gefühlt nie aufsteigen wollen. Feuerschutz. So. Feind rückt aus. Ja, komm. Es bewegt sich noch. Muss mich zusammenreißen. Wäre... Archon oder den Torwächter angreifen. Na, ich wollte eben schon Boomer haben hier. Denn Säuregranate. Trifft sogar alle 3. Kriegen die zwar schon mal ein bisschen Kampfrausch, aber das ist mir gerade egal. So. Weil der Schaden spricht für sich. Vor allem, wie gesagt, dass der Torwächter halt die Rüstung verliert, ist halt unglaublich. Dann können wir das Ganze nochmal machen, diesmal mit einer normalen Granate. Und da die Kerle sich nicht auseinander bewegen, machen wir das gleiche mit All-In gleich auch nochmal. Diesmal dann mit einer Brandgranate, um zumindest auf den beiden Archons noch den Dot drauf zu haben. Einmal Brandgranate zum Mitnehmen für euch 3. So, der ist tot. Der Kerl brennt hoffentlich jetzt. Ja, tut er. Das heißt, in der nächsten Runde ist er tot. Ich nehme aber trotzdem noch die Splittergranate, um sicher zu gehen. Weil dann ist vom Torwächter die komplette Rüstung vernichtet. Nee, nicht ganz. Okay, der hat noch einen Punkt Rüstung. Verdammt. Egal. Ein Punkt ist, kann man ignorieren. Rücke vor! Beziehungsweise den kriegen wir eigentlich sogar. Verschwinde! Schreddern!
Sehr schön, dann ist der Torwächter nämlich jetzt auch gleich weg. Bones, du geh doch mal... Meinst du, von hier aus siehst du bestimmt, ne? Weil mit dem Gefechtsprotokoll, das dürfte den jetzt töten. Das wäre gut. Bitte einmal töten. Torwächter kaputt. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Warum lief das nicht von Anfang an so? Haben wir jetzt überhaupt Schaden genommen? Nein. Makellos. Warum nicht direkt? Fick dich, Spiel. Ne? Einfach fick dich. So. Wollte ich jetzt auch nochmal gesagt haben. Puh. Das ist... Also, wie gesagt, besser hätte es nicht laufen können. Großer Vorteil war, glaube ich, wirklich, dass die drei gerade so nah beieinander standen, dass ich sie mit den Granaten immer alle drei treffen konnte. Und dass sowohl Boomer als auch All-In ihre Granaten beide draufhalten konnten. Das ist gut. Das war richtig gut. So, wir hatten jetzt das noch eben ab. Können gleich dann unseren Bones befördern. Der hat sich nämlich endlich mal seine Beförderung zum Major verdient. Zum Colonel verdient. Glaube ich, war Colonel, ne? Colonel müsste der Oberste sein. Und jetzt müssen wir nur noch Boomer von der aktuellen Gruppe befördern. Mit höchster Präzision ausgeführt. Gute Arbeit, Commander. Ja, das Colonel ist der höchste Major ist davor. So, was können wir denn machen? Kondensatorentladung. Schick deinen Gremlin zu einem Zielpunkt und lass ihn eine starke elektrische Entladung freisetzen, die alle Einheiten in der Nähe beschädigt und betäubt. Roboter-Einheiten erleiden mehr Schaden. What the hell? Das klingt so übertriebenst gut. Ich meine, das ist vom Prinzip her nochmal eine zusätzliche Granate, die alles beschädigt und sogar robotischen Einheiten mehr Schaden macht. Super Ding. Oh, sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands. Ja, also muss auch mal sein, ne? Eine bewundernswerte Leistung, Commander. Ihre Truppen konnten Plasmafilteranalysen aus dem Advent-Netzwerk stellen und den Bemühungen der Aliens einen Dämpfer versetzen. Yep. Sehr schön. So, ich würde sagen, die Forschung gehen wir in der nächsten Folge an. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.